Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus der Kategorie Angezockt. Wir schauen uns heute einmal das Spiel Second Earth an. Seid bitte gnädig mit dem Programmierer, seid gnädig mit mir. Denn es scheinen nicht allzu viele Programmierer zu sein. Ich glaube, es ist sogar tatsächlich nur einer. Dafür ist das Spiel aber kostenlos. Und nicht nur kostenlos, sondern es gibt es auch nativ für Windows, Mac und Linux. Und genau solche Leute muss man unterstützen. Denn das finde ich super und deswegen schauen wir uns heute einmal das Spiel Second Earth an. Es sind nicht viele Levels, es sind nur ein paar Levels. Ich werde auch nicht alle mit euch zocken, ich werde einfach mal ein paar mit euch zocken. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch das Spiel runterladen. Link ist unten in der Videobeschreibung. Wichtig. Und supportet den Entwickler bitte. Danke. Starten wir mal eine neue Kampagne. Und da hat sie also wirklich Mühe gegeben. Smell something other than sulfur in the air, or sink your teeth into fresh produce. Then it's time for you to start a new life on Proxima Centauri B, better known as Second Earth. Would you like to know more? Bei diesem Spruch ist mir ein Film tatsächlich sofort in den Kopf gekommen. Und wenn ihr wisst, von welchem ich rede, dann schreibt es unten in die Kommentare und seid gespannt. Das folgende, es ist ähnlich dem. Join the first wave of colonists to settle on Second Earth. Explore the new frontier. A place with untapped natural resources and mostly harmless wildlife. Sign up to the Second Earth program now to unlock your full potential and to clear all your family's debts. Call 0800 Second Earth Labor now. Second Earth, because life's better the second time around. So, bei diesen ganzen Sequenzen quatsche ich jetzt mal nicht rein. Wir haben jetzt nicht viele Möglichkeiten, was wir am Anfang wählen können. Ich habe nur mal ganz kurz reingeschaut, also wenn ich da auch Fehler mache, dann ist das halt so. Aber ich glaube, am Anfang lassen sie uns noch recht locker das Spiel machen. Das, was ihr jetzt auf der Karte gesehen habt, sind auch, glaube ich, alle Levels gewesen, die es maximal gibt. Die ersten sind recht schnell durchgespielt. Was ich so gehört und gesehen habe, die hinteren sind extrem knackig. Also es lohnt sich so oder so. So, wir spielen hier, soweit ich weiß, mit Tutorial. Deswegen, neue Einwohner möchten gerne arbeiten. Wir brauchen für sie was zu essen und wir brauchen eine Behausung für sie. Wir können, wenn sie in eines unserer Häuser ziehen, Miete von ihnen verlangen. Und müssen uns natürlich im Gegenzug dazu um sie kümmern und sie arbeiten für uns. So, hier sollen wir ein Greenhouse bauen. Das Greenhouse kann man hier sehen. Greenhouse, da hinsetzen. Dann gibt es da einen Eingang. Kann man den rotieren? Das war es nicht. Kann man eben mit einer Maustaste. Mausrad, nein. Rechte Maustaste, nein. Okay. Mit Tab war es. Mit Tab, genau. Mit Tab konnte man sie rotieren. So, jetzt seht ihr, hier ist das Greenhouse und drumherum sind Felder angelegt. Und jetzt müssen wir noch ein Community Center bauen. Das kommt hier hin. Ihr seht auch gleich immer, Strom ist angeschlossen. So, und jetzt müssen wir noch eine Garage bauen. In der Garage ist das Fahrzeug, das hier. Ja, mei. Machen wir es hier hin. Gut. So, das eine Fahrzeug, was wir hier sehen, sammelt die Miete ein und das andere Fahrzeug fährt zur Farm. Hat jetzt Früchte dabei, dreht hier die Runde und fährt hier drüben wieder vorbei. Eigentlich wäre die Farm natürlich anders aufgebaut, ein bisschen sinnvoller, aber okay. So, nachdem wir die Garage haben und nachdem wir die Voraussetzung geschaffen haben, landet hier ein Schiff. Und wir kriegen Geld. Und Wumms. Nachdem wir jetzt hier was zu essen haben, haben wir jetzt auch ein paar Einwohner. So, das sieht gut aus. So, Garage haben wir doch schon gebaut. Achso, ich sollte da oben hinbauen. Ja, gut, okay. Dann halt da oben noch eine Garage hin. Von mir aus. Um eine mehr. So, der hier fährt die ganze Zeit drumherum. Ja, das habe ich schon gerade erklärt.
Der sammelt von allen Häusern quasi die Miete ein. Und der andere holt hier Früchte ab. Gut. Man kann das Ganze beschleunigen. Wo war das nochmal? Ja, ja, gleich, gleich, gleich. Wo war da? Da war's. Double Speed. Und das kann man, glaube ich, mit den Tasten 1, 2, 3. Genau. So. Das haben wir anscheinend ganz gut gemacht. Jetzt müssen wir noch ein Mining Camp bauen. Und das müssen wir hier hinbauen. Hier ist ein Bereich, in dem man Mining betreiben kann. Unten ist der Platz zum Fahren. So. Dieses Gebäude braucht Energie. Dafür müssen wir ihm einen Pylon spendieren. Geht das so? Ja, geht. Und jetzt müssen wir noch eine Straße bauen. Die soll von hier nach hier. Von hier nach hier. Und von hier nach hier. Und von hier nach hier. Und von hier nach hier feuern. Und muss man auch geben, dass die hier auch verbunden sind. So, das sind sie. Ja, da fehlt noch ein Stückchen. Jetzt stimmt's. So. Hier sollen wir gleich noch eine zweite hinbauen. Machen wir es doch so. Machen wir es doch so. Und dann machen wir von hier bis hier. Und hier. Und dann hätte ich gesagt, wir bauen gleich noch eine weitere Garage hin. Weil wir brauchen hier wahrscheinlich auch zwei Fahrzeuge. So, und dann nochmal einen Pylon hinstellen, dass das alles mit Energie versorgt ist. Arbeiter sorgen dafür, dass die ganzen Sachen abgebaut werden. Bis hierhin alles noch easy peasy. Ich hab doch schon gebaut. Ach, da noch eins. Noch eins. Okay. Dann machen wir halt hier einfach von hier nach hier, von hier nach hier, von hier nach hier und von hier nach hier. So. Dann brauchen wir hier nochmal ein bisschen Strom und vielleicht noch. Habe ich doch jetzt schon gemacht. Gut. Und dann brauchen wir noch eine Garage. Die willst du da unten haben. Okay. Mit dem Anschluss an die richtige Seite. So, und jetzt brauchen wir 350 Erz. Das sieht alles ganz gut aus, was wir da machen. Können wir vielleicht noch eine Garage hinstellen. Ich glaube, das würde gar nicht schlecht sein. Ja, ja, ist ja gut. Okay. Also wir haben jetzt Erze, die innerhalb der Raten der Firma sind. Und wir sollen noch auf weitere Anweisungen warten. Okay. Was haben wir denn da? Habe ich mich da verbaut? Okay. Moment. Ah, okay. So. Das Management möchte, dass wir einen Radar-Tower bauen. Dieser Tower wird uns erlauben, die Bewegungen des lokalen Wildlebens zu beobachten. Gut. Für die drei brauchen wir 300 von diesen Spezialressourcen. So, und wo müssen wir den hinstellen? Steht das irgendwo dabei? Der Radar-Tower steht nicht dabei. Denn wenn wir uns auf der Karte ein bisschen umschauen, sehen wir... Irgendwo normalerweise. Oder auch nicht. Nö, anscheinend nicht. Nicht auf dieser Karte, ja. Okay. Gut, stellen wir ihn einfach mal da oben hin. Da hat er dann auch gleich Strom. So, und jetzt sollen wir noch ein paar Solarpanels bauen. Ist okay. Infrastruktur, Solarpanels. Was haben wir noch? Ja, haben wir noch ein bisschen was. Gut. Noch eins? Okay, jetzt haben wir 10.
So, jetzt müssen wir noch mehr Arbeiter für uns gewinnen. Deswegen müssen wir hier nochmal ein Community Center bauen. Ach, falsche Taste. Tab. Das bauen wir einfach dahin. Und dann brauchen wir noch ein Greenhouse. Das kommt hier hin. Und das müssen wir alles noch mit Strom versorgen. So. Und wenn dann das erste Mal hier entsprechend Obst, Gemüse oder was auch immer angekommen ist. Was? Du hast keine Verbindung zur Straße? Das stimmt doch gar nicht. Habe ich das hier verdattelt? Okay, jetzt haben wir eine Verbindung zur Straße. Ah, sieht nicht hübsch aus, aber selten. Immerhin. So. Das sieht gut aus. Ah. Was steht denn da rum? Habe ich das da hingesetzt? Naja. Dann machen wir da drüben vielleicht noch eine Garage hin. Hm? Naja, komm, machen wir noch eine hin. Kann nicht schaden. Dann läuft das hoffentlich mal ein bisschen. Nein, das war das Falsche. Aber auch gut. Ich wollte eine Garage hinsetzen. Okay. Das Radar hat entdeckt, dass es einen Schwarm von Wildlebenden gibt, die auf in Richtung unserer Kolonisten unterwegs sind. Ich muss mich jetzt priorisierend um die Verteidigung Anlagen kümmern und die Bedrohung neutralisieren. So, schön, danke. Womit? Ah, hier, gut. Dann müssen wir hier so einen Verteidigungswall bauen. Das haben wir. 5 Garnisonen. 1, 2, 3, 4, 5. Das Ganze müssen wir dann noch mit Strom versorgen. So, 1, 2, 3, 4. So, Strom haben wir. Ja. Ich würde sagen, wir haben ein bisschen zu wenig Strom. Zumindest sieht es für mich gerade an. Nee. Ja, komm. Sind wir vorsichtig. Packen wir hier lieber noch ein bisschen Strom dran. Genau. Das kann es gerade nicht schaden, wenn wir ein bisschen Strom haben. Uns fehlen aber anscheinend noch entsprechend die Arbeiter für hier, oder? Energie haben wir, aber uns fehlen die Worker. Okay, gut. Dann würde ich sagen, sollten wir vielleicht noch, da wir hier eh schon genügend haben, hier noch ein Community Center gleich hinsetzen. Und in der Hoffnung, dass hier dann gleich genügend. So, machen wir das. Mhm. So. So. Okay. Auch das noch verbinden. Gut. Haben wir. Das dann müssen wir nicht verbinden. Das passt. Da muss jetzt bloß noch Essen ran. Komm, ein bisschen schneller. Bam. So, jetzt haben wir genügend Arbeiter. Jawohl, jetzt haben wir genügend Arbeiter. So, good luck, Director. Die Stampede ist gesichtet worden am Horizont. Lasst uns hoffen, dass wir genügend getan haben. Humanity is power. So, und jetzt sehen wir hier, dass unsere ganzen Jungs hier oben schon rumstehen. Und ich würde sagen, da wir hier noch ein bisschen Kohle haben und keine anderen Möglichkeiten haben, machen wir hier einfach nochmal ein bisschen Strom noch ran und noch 2 Garnisonen. Können wir noch eine dran bauen, oder? Jawohl. Da geht noch eine. Jawohl. So. Müssen wir mal ein bisschen auf unsere Ressourcen gucken, aber das sieht gut aus. So, wo sind sie denn? Von hier müssten sie kommen in ungefähr 20 Sekunden. Welle 1 von 1.
So, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, was ich eingangs schon mal erwähnt habe. Es gibt einen Film. Euch wird das alles ein bisschen an den Film erinnern, wenn ihr den Film natürlich kennt. So, und ich bin einfach ein sehr vorsichtiger Mensch. Deswegen machen wir hier einfach nochmal ein bisschen zu. So, schauen wir mal, ob das klappt. Und jetzt kommt die Welle. So, und das schauen wir uns natürlich mal ein bisschen aus der Nähe an, was hier gleich passiert. Schöne Winkelwellen. Ja. Das sieht gut aus. So, liebe Garnisonsmitarbeiter, würdet ihr euch bitte um das Problem kümmern, das da gerade angelaufen kommt? Bitte, danke. Los geht's. Ich kommentiere das jetzt nicht weiter, ja? Einfach zugucken, wohlfühlen. Easy. Na gut, das war auch der Einführungslevel, ne? Was kann man denn hier erwarten? Es wurde nichts verloren. Die Operation kann weitergehen. Glory to humanity! Wie gesagt, war nur der Einführungslevel. War ja noch nicht so schwer. So, ich würde sagen, für heute reicht's mal. War eigentlich eine ganz nette Einführung. Level 2 und folgende werden natürlich alle ein bisschen schwerer. Klar, wenn es euch gefallen hat, dann gebt noch bitte einen Daumen nach oben. Dann weiß ich, dass ich mit dem Spiel weitermachen soll. Ihr könnt natürlich auch gerne Kommentare schreiben. Wichtig ist, schreibt in die Kommentare, welcher Film. Und wenn es der erste geschrieben hat, bitte auch die nächsten noch dazu schreiben. Dankeschön. In diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, dann gebt noch einen Daumen nach oben, ein Like, ein Plus 1. Ihr könnt gerne Kommentare schreiben, die lese ich gerne, beantworte ich gerne. Ansonsten bleibt mir nur noch eins zu wünschen. Habt noch eine schöne Zeit und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüssi.